Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Herzlich willkommen zu 5 Euro Überraschershow. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der Schnäppchenjagd des Tages, denn alle Produkte sind für diese Sendung für Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer auf 5 Euro runter reduziert, egal was Sie vor einer Minute noch gekostet haben. Eine goldene Regel müssen wir noch sagen: Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, bis zu 5-mal dürfen Sie das bestellen, aber seien Sie schnell, denn natürlich ist das Kontingent begrenzt. Und wir fangen gleich an, denn auch wir wissen nicht, was heute auf uns zukommt. Tristan drückt den Buzzer, Diana steht bereit und los geht die Schnäppchenjagd. Ich bin gespannt. Bist du schon aufgeregt? Ja, ist ja meine erste 5 Euro. Dann schauen wir mal, was aus dem ersten Paket herauskommt. Dankeschön. Wir haben Diana. Wow. Für den Garten, ne? Hast du einen Garten? Wow. Nee, also einen Gemeinschaftsgarten. Ah, okay. Kann ich auch Schabernack treiben. Aber das ist natürlich schön. Und zwar haben wir einen Multifunktionsgießstab. Also erstmal durch den Gießstab haben wir eine wesentlich größere Reichweite. Und wir haben 7 verschiedene Spritzmuster. Also und einen regelbaren Wasserfluss. Das ist toll. Passt mit dem Schnellverschluss an jeden Gartenschlauch. Und jetzt kannst du es regnen lassen, du kannst gießen, du kannst benebeln, all das. Ja, und wir sehen hier, das ist Metall. Das sehen wir auch hier. Also wirklich Wahnsinn für 5 Euro, oder? Ja, absolut. Für jeden Garten braucht man das, ne? Für die Blumen zum sanften Abspritzen, ne? Ja, richtig. Und jetzt im Juni oder Anfang Juli hat es genug geregnet. Aber das wird noch anders dieses Jahr, da bin ich mir sicher. Und dann müssen wir eben wieder nachgießen, damit unsere Pflanzen und Blumen nicht kaputt gehen. Und dann ist das super. 7 Spritzmuster, also zentral, Schwall, Dusche, Flach, Nebel, Druckstrahlen und Spülen. All das ist drin. Und der Brausekopf ist auch noch neigbar. Also auch wenn du höhere Blumen... Hast du vielleicht solche hängenden Blumen irgendwo, so Blumentöpfe? Also ich habe die bei mir im Garten. Die überleben bei mir nicht. Mit der Gießkanne ist es immer ganz schwer, damit geht es ganz einfach. Ja, ja, guck mal, geht sogar 100, was ist die Hälfte von 360 180 Grad? 180 genau. Grad geht das, ja. Diana, hast du einen Garten? Ich nicht, aber meine Eltern haben einen großen Garten. Und natürlich, meine Mama hat so viele Pflanzen, zum Beispiel Rose und auch nicht nur Rose, auch zum Beispiel für Erdbeeren zum Beispiel. Ja, das ist super Geld für 5 Euro. Sie müssen diesen schon nutzen, weil das ist einfach toll. Und du hast großen Garten. Richtig. Und ich habe auch diese hängenden Pflanzen. Aber unser Nachbar, der hat so Terrassengarten. Ja. Kennt ihr die? Sie kennen das sicher mit den Steingarten, also verschiedene Steine, aber dann immer eingepflanzt. Und da unten gießen ist kein Problem. Aber da oben hinkommen, das ist immer so ein Problem. Ich glaube, sowas geht mit so einem Gießstab, das ja auch gleichzeitig eine Armverlängerung ist, wesentlich besser. Und ich weiß, dass jetzt gerade im Moment Gartenprodukte eher im Preis angezogen als gesenkt werden. Und deshalb finde ich das wirklich fantastisch, dass wir das für 5 Euro haben. Ich sage Ihnen die Bestellnummer. Das ist die NX3415 und die 569. Und Rebecca, du sagst uns jetzt den Preis. Wie viel kostet es? Nur 5 Euro. Richtig. Das ist Wahnsinn. Du hast es schon verinnerlicht, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Und so geht es hier durch. Aber bitte, wirklich nochmal die Bitte, wenn Ihnen was gefällt, zum Beispiel dieser Gießstab, bitte schnell sein, ja, weil die Nachfrage wird hier auch wieder riesengroß sein, bevor das Sonderkontingent ausverkauft ist. Sie sehen es Pearl.de schon sehr, sehr günstig mit 12 Euro, aber das braucht Sie nicht zu interessieren, denn für Sie hier und heute und solange der Vorrat reicht, 5 Euro. Das fängt schon wieder richtig toll an. Und das ist das Schöne an der 5 Euro Überraschungsshow. Es kann in alle Produktbereiche gehen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt und ich würde mal sagen... Sicher war es cool. Push the button? Ja, dann bagger. Yes. Bagger mal. Nee, nicht baggern. Bassern. Thank you. Jetzt darf ich mal reingucken. Das ist was Besonderes, weil ich habe diesen Produkt. Ich glaube, viele Menschen haben das. Aber das ist 2er-Set für 5 Euro. Das ist Wahnsinn. Das ist super praktisch, ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen gerätselt, was es ist. Jetzt sehe ich, das sind so Aufbewahrungsbehälter, sage ich jetzt mal, für Regale oder für Schränke, oder? Genau. Es gibt ja ganz bekannte Regale, wo ich diese Würfelaussparungen habe. Ne, da kann ich das super schön reintun. Und vor allem das Schöne ist, dass ich Kleinigkeiten da drin verstauen kann, ohne dass es unordentlich aussieht. Ne? Was würdest du reinmachen?
So ganz spontan. Also ich sehe jetzt hier auf dem Zettel Kleinteile. Kabel, ganz wichtig. Ne? Da habe ich einen Ort, wo ich alle Kabel hintun kann, in eine Kiste. Spielzeug steht hier auch, Wäsche, Bücher und vieles mehr. Ja, ich denke auch gerade bei euch Damen Strümpfe oder so, oder? Oh ja. Socken, Strümpfe, ja, das sind so viele Sachen. Das ist super Produkt, zum Beispiel für Kinderzimmer, weil Kinder, sie hassen das, alles in Ordnung machen, ja. Und natürlich, oder zum Beispiel für junge Frauen, wir haben Schwiegermutter zum Beispiel, wenn sie besucht, ihnen, ja, das sehr, sehr einfach alles sauber machen. Genau, schnell alles reinstopfen. Ist hier schön aufgeräumt. Das ist schön, weil da sieht ja keiner rein, was da für ein Chaos drin ist, ist egal. Sieht super also man aus. Hat ganz schnell aufgeräumt. Übrigens Kinderzimmer, meine Enkel haben solche Kasten und das ist also für meine Tochter wesentlich einfacher, weil wer Kinder hat oder Enkel, der weiß, wie schnell so ein Kinderzimmer chaotisch aussehen kann. Aber da ist es fast so schnell auch wieder eingeräumt für Bauklötze, für eben andere kleine Autos oder Ähnlichem. Und ganz wichtig, es ist ein Zweierset für 5 Euro. Nicht? Ja, ich glaube, sowas kriegt man im Möbelfachgeschäft, kriegt man eine für 10 Euro, würde ich genau. jetzt mal mutmaßen. Und hier Zweierset für 5 Euro. Das ist wirklich optimal und auch ideal, um einfach schnell aufzubauen. Ne? Also die kann ich im Keller haben, breit haben, kann die ganz schnell aufbauen, brauche keine Werkzeuge. Also wirklich ein tolles Produkt auch hier für nur 5 Euro und fügt sich hier, sehen wir es auch nochmal schön, ins Regal ein. Ja, und die Bestellnummer darfst du uns noch sagen. Die, guck mal, die steht, ah, die immer, steht drauf die auf dem Zettel, den ich bekommen habe. NX 8221 und die 569 am Ende dürfen Sie als TV-Zuschauer natürlich nicht vergessen. So. Also ich finde das schön, da sehen wir diese bekannten Regale, die gibt es ja nicht nur von einer Marke, das sind so die Standardmaße, so knapp über 30, ich glaube 31 mal 31 und ich finde das auch schön. Offene Regale finde ich schön, aber jeder hat so ein bisschen Gruß, also bei uns sagt man Gerümpel oder ähnliches, wo du einfach mal verstauen willst, ohne dass es unordentlich aussieht und das schafft man mit sowas. Also auch da ganz toll und da laufen jetzt mit Sicherheit schon wieder die Telefone warm. Wir buzzern, holen das nächste Produkt. Ich bin gespannt. Und, oh, da brauche ich gar keinen Zettel jetzt. Das kommt was wird für die kuschelig. Das ist für, Dankeschön. Für kalten Abend. Das brauchen die behalte ich. Alle Frauen immer. Apropos, das ist auch was, kann in diese Regal gehen, zum Beispiel in diese Boxen. Auch gute. Wenn man es nicht braucht, dann verschmutzt sich oder verdreckt nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, wir waren mit unserer Firma, man darf ja wieder essen, ist noch gar nicht so lange her, waren wir in der Gartenwirtschaft essen und die Damen, und der Wirt hat dann so eine ganze Handvoll Decken gebracht und alle sind unter Decken, also fast nur die Frauen mit einer Ausnahme, aber ich finde das schön. Sowas kann man übrigens auch zu Hause haben. Man möchte vielleicht mal länger draußen sitzen, dann wird es eben kälter. Und dann will, warum reinsitzen? Einfach eine Kuscheldecke nehmen. Und jetzt bin ich hier der einzige Mann, aber eins kann ich Ihnen aus meiner Lebenserfahrung sagen. Als Mann, wer eine Frau im Haus hat, kann niemals genügend Kuscheldecken das zu Hause haben. Das stimmt. Gibt's mir recht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch so eine Frierkatze, deswegen. Also die könnte ich auch direkt mitnehmen. Ich habe diese zum Beispiel in mein Auto. Ich reise viel und Du weißt nie, wann brauchst du diese Decke. Das ist sehr kompakt, sehr klein. Das geht gut in den Kofferraum oder einfach im Auto liegt. Also ich finde das super. Und das ist so weich, so kuschelig. Ich liebe sprechen wir noch über das Material. Das ist weiche Mikrofaser. Übrigens 1,70 Meter mal 1,30 Meter groß. Ich behaupte jetzt mal, da wird man auch zu zweit drunter passen. Und dunkelgrau steht auch hier. Das ist klasse. Ich kenne auch viele, die benutzen das ganz einfach als Schutzdecke oder als Hunde- oder Katzendecke. Oh, ja, stimmt. Da kann man für das Haustier. Die ist waschbar, die ist pflegeleicht und kuschelig weich. Ich glaube, hier kann man mehrere dieser Decken gebrauchen und bis zu 5-mal dürfen sie zugreifen. Die Bestellnummer ist die NX 7399 und die 569 nochmal NX 7399 und die 569. Meine Herren, auch wenn Sie sagen, ich brauche keine Kuscheldecke, Sie wissen doch, wie leicht Ihre Liebste friert. Nicht vergessen, und jetzt haben wir, wir gerade
gerade wieder so eine Phase, da wird es gerade nachts wieder ein bisschen kühler. Ja, und die Heizung ist jetzt aus. Auch kann dann sein. Ist so eine Kuscheldecke ja, Gold wert, das kann man wirklich sagen. Und vor allem in so einer schönen Farbe. Ne? Also dieses Anthrazit, das kann ich mir sehr gut auch dekorativ auf dem Sofa oder auf dem Bett vorstellen. Ne? Als Tagesdecke. Ja, als Tagesdecke zum Beispiel, ja, richtig, genau. Mhm, finde ich schön. Ja, also egal, als was Sie sich vorstellen, holen Sie sich diese Decke, weil ich behaupte jetzt einfach mal wieder, günstiger kann es nicht werden. Eine Mikrofaserdecke in dieser Qualität, in dieser Größe für 5 Euro, das gibt es einfach nur in der 5 Euro Überraschungsshow. So, lass uns weitermachen. Gehen wir weiter? Ja. Darf ich? Yes. Juhu! Preissalam! Und wie wir cool. haben einen Preissalam. Das heißt, hier hat sich jetzt irgendein Produkt reingeschlichen, was eigentlich viel, danke, viel dir. Teurer ist. Und deshalb die Begrenzung, egal was da jetzt rauskommt. Ein Stück pro Besteller. Aber ich bin mir sicher, es lohnt sich. Was haben wir denn? Wir haben was Technisches da. Eigentlich wäre das ja eher was für dich, ne? Aber ich habe jetzt den Zettel dankbarerweise hier in die Hand bekommen. Ein Vierfach Kfz-Verteiler mit je 2x12 und 24 Volt und USB-Port-Anschlüssen, 80 Watt. Also, da braucht man eigentlich gar kein technischer Fachmann sein. Heutzutage hat man einfach zu wenig Stromanschlüsse im Auto. Mhm. Ja. Du hast einen Zigarettenanzünder und in modernen Autos vielleicht einen USB-Anschluss. Jetzt hast du aber so viele Sachen, die du anschließen willst. Das kann auch nur mal das Handyladen sein, das kann das Navigationsgerät, die Dashcam, der Kühlschrank sein oder die Kühltruhe. Und dann ist sowas perfekt. Und jetzt hast du was gesagt, 12 oder 24 Volt. Das ist ganz wichtig, weil dieser Mehrfachadapter, der ist jetzt brauchbar für PKW mit 12 Volt, aber auch für große Wohnmobile oder LKW, die 24 Volt Bordspannung haben. Und von der Form her passt in jeden Becherhalter. Das ist genau. perfekt. Das und ich habe hier auch ein LCD-Display drauf, guck mal, sehe wie ich gerade. Ne? Ach ja, sehr schön. Sehr kann praktisch. Ich mein Smartphone reinstecken und noch ein Tablet sehen wir hier. Also wirklich sehr praktisch. Und ein LCD-Display ist da auch noch drauf, dass die Bordspannung und den USB-Ladestrom anzeigt. Ja, USB-Ladestrom ist einfach, damit ich weiß, wie effektiv mein Gerät geladen wird. Aber die Bordspannung ist wichtig, weil du natürlich mit Fremdgeräten könntest du die Batterie leer saugen. Und wenn da halt mal weit unter 12 Volt, wenn nur noch 11 Volt angezeigt werden, dann steigt das Risiko, dass wenn du ins Auto sitzt, Zündschlüssel drehst, dass nichts mehr geht, weil die Batterie leer ist. Das will ich das nicht. Ist also ein Entleerungsschutz für die Batterie. Du hast das dann immer im Blick. Ja? Also dann einfach, wenn es mal zu tief geht, Motor an, die Lichtmaschine lädt ja dann die Batterie wieder. Und es ist auch optimal, dass das ja wirklich aussieht wie so ein Getränk. Ne? Von der Form her, dass ich das ideal in diesen Getränkehalter, wie wir es eben auch gesehen haben, reintun kann. Also das ist echt nicht schlecht. Ja, ich sage, sehr das gut. Ist super. Und für 5 Euro Preis ist super. Ich reise viel und für mich, ich brauche immer ein USB für mein Handy, einen zweiten für mein E-Reader-Book, einen zweiten für Kühlschrank. Das ist einfach super und Sie brauchen nichts mehr in Ihrem Auto. In Bestellnummer PX2326 und die 569. Das ist aber toll. Ja, es ist wirklich sehr was schön. Tolles. Und da müssen wir, also hier bitte dran denken, ein Stück pro Besteller, weil Sie sehen hier den regulären Preis, der liegt schon super günstig bei 13 Euro. Ich denke, handelsüblich wäre hier 25 bis 30 Euro ein Stück. Übrigens, Diana telefoniert ununterbrochen beim Autofahren und nach 2 Stunden wäre ihr Handy leer. Deshalb ist das ganz wichtig, dass es hat. So, wir machen weiter. Nächstes Produkt. Und du siehst, wir sind vielschichtig unterwegs, Rebecca. Ja, Wahnsinn. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Ich wünsche mir immer Spielzeug. Ja, vielleicht ja, etwas mal, für ob Küche du jetzt deinen Wunsch erfüllt bekommst. Ach, ja, mal, könnte auch als Spielzeug durchgehen. Super, wir haben hier eine Taschenlampe, glaube ich. Immer. So, pass auf, hier steht 2-in-1 Taschenlampe. Jetzt guck mal, was Nummer 2 ist. 2-in-1. Also ja. Taschenlampe ist da. Ah, warte, ich kann das hier aufmachen. Richtig. Ah, ja. Zieh mal ganz auf, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, schau nicht rein. Ja, oh, oh, ja, schau nicht rein war das richtige Stichwort. Das ist ein ultrahelles, eine Arbeitsleuchte. Wahnsinn. Und jetzt kannst du diese Taschenlampe als Arbeitsleuchte hinstellen oder auf der Unterseite ist auch ein Magnet. Du kannst es auch irgendwo festmachen und hast jetzt also einerseits eine helle Arbeitsleuchte, aber andererseits auch hier natürlich eine Taschenlampe. Und ich glaube, Taschenlampe braucht man immer. Wie gut, ja, auf jeden Fall. Auto, wir waren ja gerade beim Auto, ne? Im Auto ist eine Taschenlampe auch immer gut drin zu haben, ne? Wenn man nachts zum Beispiel stehen bleibt oder so, dann habe ich hier direkt das passende Licht, um in die Motorhaube reinzuleuchten und eben dieses ultrahelle Licht. Oder ich benutze es einfach, um den Weg nach Hause zu finden, wie wir jetzt gerade hier sehen.
Du, aber auch gerade, wenn man abends noch mal mit dem Hund ausgeht oder ja, ähnliches. Stimmt. Oder ich weiß zum Beispiel, Kristen joggt gern for your activity. You're running. Activity. For running, yeah? Yes, for running. When I do, yes, it'd be amazing. But when I go running at night and I can't see, even when I go take my dog for a walk, would be amazing too. Ja, also sie sagt, wenn sie nachts rennen geht oder auch mit ihrem Hund spazieren geht, es wird ja jetzt dann wieder früher dunkel, dann ist es immer gut. Oder wenn du mal auf einen dunklen Parkplatz gelaufen bist und der fliegt der Autoschlüssel aus der Hand und du findest ihn nicht mehr, dann weißt du mal, wie wertvoll eine Taschenlampe sein kann. Und ich finde, man kann sowieso nicht genug Taschenlampen zu Hause haben. Es wird ein Notfall, Stromausfall, dass man wenigstens mal den Sicherungskasten findet. Hast du Taschenlampen zu Hause? Ja, zu Hause. Ich habe eine Taschenlampe in meinem Auto, ich habe im Keller, weil du weißt nie, wann kann das passieren. Das Licht geht aus und Licht brauchen wir immer. Und für 5 Euro, ich glaube, Sie können, das ist ein Preisalarm? Nein, bis 5-mal können wir bestellen. Das ist echt toll. Also nutzen Sie diesen Chance. Ja. Vor allem, ich habe jetzt noch eine weitere Funktion entdeckt. Also ich kann ja hier verschiedene Leuchtmodi auswählen. Ne? Also kann zum Beispiel Alarmblinklicht dran machen. Genau, oder verschiedene Helligkeiten. Die Bestellnummer ist die NX9041 und die 569. Übrigens ganz, ganz lustig, mein Enkel, mein Kleiner, der hat sich zu Ostern eine Taschenlampe gewünscht, weil er zu Hause immer so eine Höhle baut. Ja? Ach, ja. Und dann wollte er eine Taschenlampe, die habe ich ihm natürlich gekauft. Du hast Glück mit Geschenke wünschen mit deinen Kindern. Ja. Taschenlampe. Kannst du direkt hier einkaufen bei uns bei Pearl TV. Also wir gehen weiter. Sehr schön. Ich darf wieder den goldenen Umschlag in Empfang nehmen. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier hinter verbirgt. Ach nein. Ja, das ist mein Angst. Sehr gut. Aber nicht für 5 Euro. Ich habe heute schon meinen Kuchen gegessen. Jetzt ist willst du nicht mal draufstehen? Vielleicht sie will. Sie ist klein. Also Ralph. Also ich brauche nicht draufstehen. Ich halte seit 5 Jahren mein Gewicht. Das ist Error. Bis 150 Kilogramm steht hier. Ich glaube, das haut noch hin. Das haut noch locker hin. Aber sag mal, das ist eine Glaspersonenwaage. It's sexy, it's black, 5 Euro, das ist unglaublich. Until you step on it. Aber sag mal, so eine Glaswaage. We'll go rough. Nee. Ich wieg mich nur nackt und das will ich keinem antun. Nein, aber so eine Glaswaage, ich hätte 20, 30, 40 Euro erwartet. Ja, stimmt, 5 Euro. Danke? Nee, danke. Also so wie ich kann es euch sagen. Ich wiege so, also mein rechter Fuß wiegt 14 Kilo. Das ist okay, damit kann ich gut leben. Ja. So, aber komm, wir machen das jetzt mal heimlich. Diana, komm, steh mal auf. So, das mal wir haben ja keine Kamera, Karton, die von oben kommt. Das ist ja Christen, gut, wir können ja hier sagen, was wir wollen. Komm jetzt mal, Diana, komm. Du hast, also sie hat schwere Schuhe an. Ich weiß nicht, guck mal. No, wie gemein. Steh mal drauf. Okay, gut. Jetzt schauen wir. Nein, das ist okay. Also knapp über 40 Kilo. Etwas mit 40, keine Ahnung. Knapp über 40 Kilo. 25 Kilo. Aber ich kann es nicht fassen, eine Glaspersonenwaage für 5 Euro. Holen Sie sich okay, die. Warte, die sieht stilvoll aus. Ich habe eine Glaswaage bei mir zu Hause. Ja, und die hat mich eben hat mich 29 Euro gekostet. Ja. Und hier in diesem Fall nur 5 Euro. Hat übrigens nicht nur eine Wagenfunktion, sondern auch Dehnungsmessstreifen als Technologie hier mit drin. Und ist besonders präzise und sieht dabei auch noch schick aus. Die Bestellnummer ist die NX7479569 und auch dieses Produkt nur 5 Euro in unserer 5-Euro-Show. Und man braucht auch keine Sorgen sich machen, das Glas ist wirklich sehr robust. Also muss es auch sein bei 150 Kilo. Noch einen guten Tipp, wenn Sie auf die Waage stehen und eine Katze haben, nehmen Sie die Katze mit auf die Waage. Dann können Sie immer sagen, die Katze hat zugenommen. Das ist auch ein guter Tipp, oder? Stimmt, immer zur Zeit drauf. Finde ich nicht schlecht. Aber eine Waage für 5 Euro, der wirklich? Wahnsinn. Das ist zu viel Stress für mich heute. Warst du auf die Waage zu stellen? Zu viel Stress. Dankeschön, Diana. Bitteschön. Wir haben. Dankeschön. Uiuiui. Aha. Ist das schon eine wieder etwas für Garten?
Ich glaube, ich lag richtig, oder Ralf? Eine Sprenkleranlage, ne? Richtig, für den Rasen. Impulsrasensprenger mit Standfuß 360 Grad und der ist geeignet für 314 Quadratmeter. Also je nach Einstellung, man sieht, Schnellverschluss, einfach den Gartenschlauch dran und aufdrehen und alles andere passiert durch den Wasserdruck. Und da sehen wir dieses Impuls, diese Impulse, die da gegeben werden, sodass es gleichmäßig verteilt wird. Man kann den Radius einstellen und auch die Reichweite 3 bis 12 Meter. Und dann kannst du aber auch nur so ein kleines Stück, wenn du nur wirklich nur so eine Ecke bewassern willst, dann geht es da. Oder bis zu 360 Grad, dann geht es eben rundherum, je nachdem, was sie bewässern wollen. Aber auch hier sage ich, das jetzt im Fachgeschäft, im Gartenfachgeschäft, zahlst du mit Sicherheit 20 Euro. 25 höre ich sogar, ist die unverbindliche Preisempfehlung. Aber nicht 5. Das ist unglaublich. Ja, und vor allem, ich muss sagen, ich habe ja eben schon gesagt, das ist meine erste 5-Euro-Show. Und ich bin immer wieder überrascht, weil ihr sagt, nur 5 Euro. Man sieht es ja auch die ganze Zeit im Hintergrund, aber das sind wirklich Produkte. Ne? Also da gehe ich im ersten Moment nicht davon aus, dass ich das so günstig bekomme. Ne? Ja, und das ist ja nicht nur praktisch. Ich würde sogar sagen, weil ich komme ja ein bisschen zu kurz mit meinem Spielzeug, ist auch ein tolles Spielzeug, weil es richtig heiß wird. Man hat Kinder oder Enkel, ja, und macht den Rasensprenger an. Auch, dann wird durchgerannt, durchgesprungen. Ja, das macht riesig Spaß. Ja. Also auch das lasse ich jetzt einfach mal als Spielzeug durchgehen. Und wir schauen mal auf Teil.de, was der reguläre Preis ist. Ja, da sehen wir es. 11 Euro. Wow, das ist schon günstig, finde ich. Aber Sie zahlen jetzt 5 Euro. Und wenn Sie einen ganz großen Garten haben, dann können Sie natürlich auch 2 dieser Geräte aufzeugen. Oder mal ein nettes Geschenk für den Nachbarn, der immer noch mit dem Schlauch den Rasen hier sprengt oder wässert. Das ist natürlich wesentlich einfacher und eleganter. Was ich hier auch sehe, ist, dass wir hier Gewichte haben. Ne? Also das ist ja richtig leicht eigentlich, aber ich brauche mir keine Gedanken machen, dass das sich irgendwie von rechts nach links sich bewegt. Also das hält auf jeden Fall seine Position. So, die Bestellnummer bin ich Ihnen noch schuldig. Das ist die NC 5077 und die 569 und hier 5 Euro. Aber das mit den Gewichten ist ganz wichtig. Es gibt so Billigsachen, die haben wirklich nur das Plastik. Und dann werden die vom Wasserdruck weggespült. Das heißt, die bleiben nicht da, wo du sie aufgestellt hast. Hier durch die Gewichte, die integriert sind, hält das eben. Und dann können Sie nochmal bis zu 314 Quadratmeter auf einmal bewässern. Das ist wirklich enorm. Das ist ein absoluter Preisknaller. Komm, machen wir 1, 2, nein. Achso, Schnick, Schnack, Schnuck? Ja. Ah, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich in 20 Minuten. Dann spielen Sie Schnick, Schnack, Schnuck und dann wissen Sie nicht, wer gewonnen hat. Das müssen wir mal ein bisschen üben. Aber jetzt gewinnen auf jeden Fall wieder Sie beim nächsten Produkt. Danke, dessen bin ich mir sicher. Ja. Von der Größe her würde ich sagen Schmuck. Oh nein, das ist Schmuck für Auto. Ja, kennst du? Oh. Sehe ich gerade. Weißt du das? Ich weiß es, was es ist. Du kennst ja fast alle Produkte hier bei uns. Ne? Eine universelle Kfz-Smartphone-Halterung mit Klammer. Ich finde das faszinierend. Wir sind schon fast bei selbstfahrenden Autos, noch nicht ganz. Aber es ist meines Wissens nach noch keinem Autohersteller gelungen, eine universelle Handyhalterung im Auto einzubauen. Und das ist, ich sage immer so ein Krokodil dazu, ja? Weil das flexibel ist, ganz egal wie groß Ihr Handy ist, da sehen wir ein 5-Zoll-Handy, das kann auch 6 oder 7 Zoll haben, das passt hier rein. Und du hast es dann optimal im Blick und das ist natürlich auch eine Sicherheitsoption. Ja, und vor allem auch super praktisch, wenn ich eben, wir sehen es hier auch gerade, eine Navigationsfunktion über das Handy verwende. Ne? Das mache ich zum Beispiel auch immer. Ich navigiere mich immer mit meinem Handy und auch dafür ist das ideal und dann rutscht es nicht hin und her. Und ich kann eben immer das Handy im Blick behalten, ohne meinen Kopf zu stark zu wenden. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Handy unten hätte beim Getränkehalter, das lenkt ab, das ist gefährlich und das wollen wir eben nicht provozieren. Und dafür ist dieses Gerät echt super. Ne? Richtig, hier macht man es aufs Armaturenbrett, also praktisch in Augenhöhe, da hast du absolut recht. Und es wird auch hier geklebt, ja? Das heißt rückstandslos auch wieder zu entfernen. Und ich würde das auch tippen, jedem Fahranfänger, dass der sich ins Auto installiert, weil gerade bei den Jungen ist es so absolut im Bewegungsablauf drin, ab und zu mal nach dem Handy zu greifen. Und das ist nicht nur verboten, es ist streng verboten und gefährlich. Aber sehr stabil. Und deshalb Handyhalterung rein. Diana, wo hast du dein Handy immer, wenn du Auto fährst? Ich habe auch eine Handyhalterung, aber diese ich finde cool, weil das ist echt sehr, das Handy fest, sehr fest, ja. Weil meinen
ist bei mir auch ja. so. Und, ich, du, und du brauchst ein Magnet für meine Haltung, weißt du? Nee, das und dann, ist so viel besser. Wenn du nimmst anderen Handy, dann musst du diesen Magnet wechseln. Also mit diesem Produkt, sie haben diesen Problem nicht. Entschuldigung. Ja, ich sehe hier auch, dass es zwei unterschiedliche Neigungseinstellungen gibt. Also ich kann das perfekt auch nochmal anpassen. Zwei Optionen habe ich da. Und für 5 Euro ist dieses Teil Ihnen, diese Krokodilklemme, unter der Bestellnummer PX1952569 ist es Ihres. Ich finde, es sieht auch schön aus, selbst wenn kein Handy mal drin ist und problemlos rein. Übrigens, das ist spezial beschichtet. Stimmt. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass Ihr Smartphone hier verkratzt wird. Wir machen weiter mit auf jeden Fall einem roten Paket. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Hoppla. Hoppla. Hoppla, ist auch och, richtig deutsch. Ach oh. Nee. Tischlampe. So, dann schauen wir mal. Also ich glaube, Sie sehen schon, was es ist. Es ist eine Schwanenhalslampe. Das ist nicht normale Tischlampe. Also eine Nachttischlampe oder auch Schreibtischlampe. Ganz egal, was man will. Aber, und jetzt kommen wir zum Besonderen. Mhm. Das ist auch eine Handy-Ladestation. Ja. Und zwar gibt es viele Handy, die sind Qi-kompatibel. Also Qi ist Induktionsladung über Kontakt, also man legt es nur drauf. Und wenn Sie so ein Handy haben, das gibt es übrigens von Samsung, das gibt es von LG, das gibt es von Huawei, hat es glaube ich auch mittlerweile, die Apple-Geräte haben das alle. Ab dem iPhone 7 war das glaube ich so. Und jetzt legt man einfach nur sein Smartphone hier drauf. Was hast du für ein Smartphone? Weißt du, ob das Qi-fähig ist? Ja, ist es. Ich habe es aber noch nie ausprobiert, weil ich das noch nicht zu Hause habe. Weil normalerweise das ist sehr, sehr teuer. Das ist ohne Lampe. Also ich kenne reine Qi-Ladestationen, die 50 Euro kosten. Und jetzt sehen wir gerade was. Drück mal nochmal. Wir haben verschiedene Lichtfarben. Mhm. Ach ja. Das ist ja auch. Wir haben hier warmweiß. Genau. Das heißt, wenn man es gemütlich haben will, aber wenn man Arbeitslicht haben will, dann schaltet man das Tageslichtweiß ein. Das ist natürlich auch nochmal was Schönes. Aber wirklich eine Lampe mit Qi-Ladestation. Eine Lampe allein kostet immer mehr als 5 Euro und die Ladestation ja, auch. Unser Kollege hat für 50 Euro gekauft. Ich weiß, ich weiß, wer ist das, ja. Und hier haben wir Lampe, das ist echt Wahnsinn. Und ich finde das cool, zum Beispiel, ich mache meine Nägel so oft selbst. Ja. Und das ist super Licht, diesen weißen Licht, ich finde super für Arbeit. Ich kann nur weiter empfehlen. Also jetzt muss ich sagen, aus männlicher Sicht und technischer Sicht, das ist genial und sieht auch noch gut aus. Ja. Aber was sagt ihr drei? Sieht das gut aus? Es sieht definitiv gut aus. Es ist ja auch relativ dezent, ne? Dadurch, dass es nicht nur Schwanenhals heißt, sondern eben auch wie ein Schwanenhals aussieht. Und ich war eben so erstaunt, wie schön die Haptik hier ist, ne? Also ich brauche hier aber echt nur drauf zu tippen. Das ist so toll. So ein Touch-Sensor, also man braucht es nur zu berühren und dann schaltet man das Licht eben an oder aus. Und mit dem Handy braucht man gar nichts machen, außer draufzulegen. Ist übrigens auch sehr schonend sowas, weil schonend der Akku geladen wird, aber auch die Anschlussbuchse, ob das USB-C oder Micro-USB ist, die wird geschont. Also das ist was Tolles, ist mit Sicherheit auch eine schöne Geschenkidee. Stimmt, auf jeden Fall. Und ich sage ja immer, man kann nicht schnell genug Geschenke kaufen und man ist ja irgendwie so unvorbereitet manchmal, so geht es mir zumindest. Also das lohnt es sich auf jeden Fall mal im Petto zu haben. Meine Oma hat zu mir früher immer gesagt, du musst Weihnachtsgeschenke im Sommer kaufen, dann sparst du viel Geld. Erstens das und zweitens, du kannst dich dann zurücklehnen. Ne? Ja, bist entspannt. So, ich bin Ihnen die Bestellnummer noch schuldig. Das ist die PX2492 und die 569. Ich glaube, das war eine abwechslungsreiche 5-Euro-Show, weil die halbe Stunde ist ja, schon wieder. So schnell, so schnell geht das manchmal. Super Show. Ich hoffe, Sie haben Ihr Lieblingsprodukt gefunden. Und hoffentlich auch schon bestellt, wenn nicht jetzt sofort ran ans Telefon 0800 51 51 3x4. Denken Sie dran, auch heute um 19 Uhr die 10 Euro Überraschungsshow. Bis und jetzt bleiben Sie bei uns, es geht spannend weiter.